Kennen Sie Shigetaka Kurita? Das ist nicht etwa das Neueste aus dem japanischen Restaurant, sondern das ist ein Japaner, logischerweise. Das hört man ja nun wirklich auch schon am Namen. Und warum ich den heute erwähne, hat einen besonderen Grund. Wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Na, vielleicht haben Sie es schon erraten, als Sie die Eingangssequenz dieses kleinen Videos gesehen haben. Oder mal anders gefragt. Sind Sie ein emotionaler Typ? Ja? Dann sind Sie nicht ganz up to date. Heute ist nämlich ein Tag für Menschen, die sind nicht mehr emotional, also old fashioned, old school. Wir sind heute alle Emoji besessen und drücken damit unsere Gefühle aus. Ja, und das schon seit geraumer Zeit. Man kann davon halten, was man will. Heute ist der Tag des Emojis. Sie kennen bestimmt diese kleinen, naja, mehr oder weniger witzigen Zeichen, die heute jeder an irgendwelche Nachrichten im Internet dranhängt, um damit Gefühle auszudrücken. Jener Japaner hat die Dinger erfunden, wahrscheinlich 1999. Also sind auch schon 21 Jahre alt. Ganz schön alt. Die werden fast erwachsen, die Dinger. Ja, so ist das. Ich bin ja nicht so ganz begeistert davon. Aber naja, ich benutze sie ehrlich gesagt auch schon mal. Ich bin ein Emoji. Schon mal gesehen? Da brauche ich gar keine echten Gefühle zu haben. Das macht alles. Mein Emoji, der zeigt alles. Ob ich fröhlich bin. Oder traurig. Oder wütend. Alles kein Thema. Ist nur einen Klick weit entfernt. Na, viel Spaß mit den Emojis. Just von Aachen.